Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und willkommen in Generation 5. Ich bin total aufgeregt. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, wir spielen mit Raya und mit Raphael weiter. He's right here. Und wenn ihr euch fragt, hä, warum sind wir immer noch im selben Haus? Das werden wir erst neu bauen, wenn Faith und Marley eben von uns gehen. Ich bin super aufgeregt auf diese neue Generation. Ich bin sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommen wird. Oh, hier steht ja sogar noch Kuchen. Egal, dann kann sie ja trotzdem was zu essen machen. Weil A, lernt sie dann und B, ein bisschen mehr Sachen, die vielleicht ein bisschen gesünder sind, sind vielleicht auch schön. Riley möchte jetzt leider auch gehen. Das ist sehr schade. Riley ist noch ein Teenager, oder? Ja. Aber wir werden es überleben. Ich möchte übrigens eigentlich nicht darüber reden, dass die beiden irgendwann von uns gehen. Aber leider ist es halt schon bald der Fall, weil Senioren auf kurzer Lebensdauer ist ja immer so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber ich habe mal geschaut, woher sie eigentlich kommt. Und tatsächlich ist sie auch ein Sim, den ich mal erstellt hatte. Also, das finde ich immer ganz lustig eigentlich. Weil sie kam so bekannt vor und ich so, ich glaube, die ist sogar in der Galerie hochgeladen, kann das sein? Yes, she's right here. Ach so, und wir bleiben ja auf dem Grundstück, also, weil wir haben Hotel Mama wieder gezogen. Es ist einfach ein Träumchen. Ich habe auch ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was sie mit Raya machen soll, ne? Was könnte sie wohl für einen Job annehmen? Oder sie macht halt so privat so einen Stand oder so, weil sie hat ja auch dieses Geräte-Genie. Maybe. Faith hat in letzter Zeit keine Lust zum Flirten, nachdem einige romantische Sozialinteraktionen fehlgeschlagen sind? Nein! Nee! Nein! This is not my Faith. Die Mäusels einfach, ne? Ich kann nicht. Guten Morgen, Raphael. Ich würde sagen, es wird direkt Zeit, um hier einmal zu schauen, was wir machen. Die 145. Frühstücke in einem Café. Lass es liegen. Du darfst aber gerne zu Hause pinkeln gehen. Er hat jetzt ja eh noch ein paar Tage frei, bis er seinen ersten Arbeitstag hat. Also wird das schon okay sein? Auf geht's, ab geht's. Ich habe nie ein neues Café platziert, oder? Deswegen mache ich das mal eben. Die Standardcafés sind echt nicht so mein Ding. Ich sag, wie es ist. Oh mein Gott, I love it. Es ist so pink. Das ist voll schön. Ich nehme mal das hier. Mal gucken, ob das passt. Ist auf jeden Fall die richtige Ausrichtung. Das ist nämlich immer so eine Sache bei mir. Das sieht das irgendwie immer verkacki. Aber es sieht wirklich cool aus. Süß, auch das hier mit der Couch und so. Aber ich wollte gerade sagen, wir können ja Riley einladen. Aber der muss zur Schule. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die Schule sollte trotzdem die Priorität sein, ja? Zum Hieressen. Wir möchten ein Cannoli, würde ich sagen. Warum stehst du nicht hinter dem Counter, frage ich mich. Ach, jetzt. Ach, süß, hier ist ja sogar eine Bubble-Tea-Theke. Hier ist nicht genug Platz, I guess, um das abzustellen. Oder was ist das Problem? Achso, jetzt stellt man es einfach hier hin. Ich sehe schon. Das ist okay für mich. Und jetzt geht er? Also tschüss. Kein Bock mehr auf meinen Job. Aber guck mal, es ist auch voll warm. Da kann man auch draußen sitzen. Ist doch süß. Klar, säuber erstmal random das Waschbecken von dem Kaffee. Was auch sonst. Ich würde, glaube ich, gern mit Raya zur Schule gehen. Oh, süß. Sie hat ihre Cheerleader-Uniform an. I love it. Guck mal, wen wir hier auch haben. Das ist ja ihr Crush. Ich habe ja auch angepinnt. Schwarm um ein Date bitten. Also, ich bin ready. Oh, Raya ist jetzt nochmal kurz ein bisschen rebellisch die nächsten Tage. No problem. Können wir mit Raylan reden? Mir fällt jetzt erst so richtig bewusst auf, dass deren Crushes und Partner und was auch immer auch alle mit R anfangen. Es ist einfach die R-Generation. Er ist ein Geek. Hart arbeitende Sims mag sie. Ja, gerne. Weißt du, ich sag so, ja, hier über Interessen reden und dann redet sie über ein Bett. Entschuldigung? Sie so, ich lieg am liebsten in meinem Bett. Okay. Das ist bestimmt sympathisch. Ab in den Unterricht. Mutiger Anmachspruch. Let's go, girl. Auf die Entfernung. Oh, läuft bei euch. Kokett, jawohl. Ja, alle gehen schon diese, Sie hat eine Romantikleiste, süß. Ich wollte gerade sagen, wir können ja heute ein Date haben, aber sie hat heute leider Cheerleader-Training. Das ist dann doch wichtiger. Ich liebe sie ja so, ne? Ich komme nicht klar. Was, wenn wir so ein bisschen Zitronensoda-Wasser trinken? Abgekühlt, weil etwas Kaltes verzehrt hat. Süß. Wie kann man so glücklich sein, weil man eine Limo getrunken hat? Also Zweierschülerin wird sie auf jeden Fall noch. Sie hat Samstag ja schon Geburtstag. Dieses Outfit ist auch einfach so großartig, ne? Ich kann nicht aufhören, von meinen Sims zu schwärmen. Es tut mir leid. Eher wieder am Putzen. Vielleicht kannst du lieber die ganzen Getränke hier aufräumen. Mach's halt alles einzeln, kein Problem. Und danach kannst du ja vielleicht ein bisschen weiter hier mit Edelsteinen hantieren. So haben wir den gewaltigen Trilobit in der Post bekommen. Kannst du dich weiter um Dinge kümmern? Ach, das ist schon. Das hier nicht.
Weil dann würde ich vielleicht morgen gerne mal in den Shop gehen und wieder ein bisschen was verkaufen. Because we need the money. Weil wenn wir dann irgendwann so weit sind, ein neues Haus zu bauen, dann will ich auch richtig reinhasseln. Was machst du hier? Wieso ist dieser Kumpel des Mitbewohners? Warum? Warum ausgerechnet Vlad? Raya ist zurück und sie ist sehr selbstsicher süß. Das sieht doch schon mal ganz cool aus. Ich habe vergessen, dass wir Cosros Grabstein in der Hand haben. Der Hand vor allem. Das sieht cool aus und das ist ausgezeichnete Qualität. Das Geld nimmt man. Und das hat auch super funktioniert. Da es dir gut geht, kannst du ja noch ein bisschen mehr machen. Weil je mehr wir theoretisch haben zu verkaufen, desto mehr Geld können wir theoretisch einnehmen. Hallo. Ihr macht Fitness Spaß, deswegen darf sie einen Solo-Auftritt geben. Nee, warum geht er jetzt? Ach, nee, doch nicht. Ich dachte, er geht. Wow, das sieht fancy aus. Und ihr süßen Mäuse? Da ist ja nur nichts official oder so, aber also, da ist auf jeden Fall so ein Vibe, ne? Oh, er hat auch einen Crush. Okay, das hat ihm jetzt aber nicht so gefallen. Können wir uns bitte entschuldigen? Ah, die Rose fand er gut. Mit einer Rose kann man nichts falsch machen, hm? Level 2 der Romantikfähigkeit, yay. Warum hat der Solo-Auftritt nichts an Spaß gebracht? Egal. Dann gamet sie halt jetzt noch ein bisschen. Mutiger Anmachspruch, let's go. Ja, das kommt gut an. Gestehen, sich angezogen zu fühlen, ist vielleicht auch ganz süß. Vor allem mit dem Waschbecken im Hintergrund, was kaputt ist. Süß, romantische Zufriedenheit beginnt. Oh, oh nein. Das ist jetzt ein bisschen fies. Aber ich meine, eigentlich war uns das bewusst, dass es jetzt sehr bald passieren wird, ne? Ruhe in Frieden, kleine Heidi. Jetzt haben wir einfach nur noch Emma als Tier. Und sie ist auch schon alt. Nee, du redest jetzt nicht mit Grimm. Glaube nicht, dass sie das so gut tut. Es ist 3:30. Niemand würde freiwillig um diese Uhrzeit aufstehen. Raya ist anscheinend bereit für ihren Prüfungstag, weil sie ist jetzt schon um 7:15 wach. Nicht schlecht. So, was ist heute unser Problem? Es ist die 107. Zeit für eine Massage. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich würde sagen, wir gehen mit Faith dahin. Perfektes Outfit. Wir nehmen mal eine Tiefenmassage. Vielleicht hilft dir das auch mit ihrer Wut. Vor allem dann quasi vor der Arbeit. Ist bestimmt toll. Kurz komplett ausgerenkt. Perfekt. Sie hat gerade an Messer gedacht. Also ich weiß nicht, was mit dieser Frau manchmal falsch ist, aber es ist okay. Als alte Frau darf man ein bisschen creepy sein. Oh, guck mal, sie fühlt sich direkt besser. Faith hat eine kurze Pause von ihren aus dem Gleichgewicht geratenen Chakren erhalten und ist bereit für den Rest des Tages. Ja, perfekt. Dann geht's jetzt zum Shop. Wir nehmen mal Raphael mit. Perfekt. So, dann müssen wir den Laden nur noch öffnen. Hier kann sie noch ein paar Sachen authentifizieren. Natürlich spielt er jetzt erstmal Geige. Aber es sind ja auch noch keine Kunden da. Also, mach, was du nicht lassen kannst. Warum ist da ein Hotdog? Ich hinterfrage einfach nichts mehr. Wir haben Kunden. Destiny, okay. Wir telefonieren, kein Problem. Hier gibt es nicht viel, was mich interessiert und die Bedienung war nicht besonders freundlich. Was soll denn das jetzt? Das müsste jetzt das letzte Artefakt sein, was wir noch nicht authentifiziert haben. Das heißt, wir haben auch nicht mehr unendlich Zeug. Oh mein Gott, sie muss sich was anderes anziehen. Na komm, Geschäft abschließen. Das schaffst du doch bei einem Kind. Sie fand es nicht so toll. Wird sie ihr Level noch erreichen? Es wäre schon süß. Schild des Erstaunens. Same. Ich glaube, wir sollten erstmal sparen. Ich möchte, dass du dein Level noch kriegst, deswegen einmal kurz noch üben. Da möchte jemand kaufen. Das kleine Kind natürlich. Level 8 der Archäologiefähigkeit. Let's go. Und Raya hat natürlich im Test brilliert. Destiny ist zu Senioren gealtert. I cannot. Sag mal, wenn dir zu warm ist, dann zieh dir doch dein Heißwetter-Outfit an. Nur eine Idee. Also er ist auf jeden Fall into it. Mist! Aber er möchte trotzdem was kaufen. Auch wenn es hier runtergegangen ist. Oh mein Gott. So, der Schädel wurde verkauft. Sehr schön. Da möchte noch jemand was kaufen. Gerne. Riley ruft an. Nein! Schaut gut aus. Schaut gut aus. Das war ein krasser Boost, Alter. Sie hat einfach über die Hälfte doppelt. Also, sie hat quasi das Doppelte nochmal bekommen. Sieht nicht so aus, als ob noch jemand was kaufen wollen würde. Schade, Marmalade, ne? Aber wir haben trotzdem 1200 gemacht. Das ist schon ganz gut. Sie ist jetzt leider keine Zweierschülerin mehr geworden, ne? Es ist schon ein bisschen sad. Aber was soll's. Es ist zwar 21 Uhr, aber sie kann ja eigentlich Raylan nochmal um eine Verabredung bitten, oder? Er hat abgelehnt. Au. Wie in alten Zeiten, weil in der Nähe der Familie ist. Ich kann nicht mehr. Warum fühlt sie sich jetzt verletzt? What happened? Ihr zwei könnt ja nochmal ein bisschen Techtelmechtel, ne? Also die Liebe ist ja nicht tot im Seniorenalter. Wieso ist die romantische Zufriedenheit instant beendet? Es ist so doof. Junge, die haben einen Tag keinen Kontakt gehabt. Er kann ja für seine Schwester schon mal einen Kuchen backen. Raphael muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Ups. Egal, den Kuchen schaffst du noch. Gut, es fängt an zu brennen. Vielleicht schafft er es doch nicht. Doch, der Kuchen ist fertig, aber es brennt trotzdem.
bitte das Feuer löschen, bitte. Ich lieb's. An dem Punkt will ich dann den Part beenden. Also es wird nicht langweilig hier, ne? Wir werden aber beim nächsten Mal auf jeden Fall mit ihm mal zur Arbeit gehen. Wie gesagt, ich werde es jetzt nicht jedes Mal machen, aber ich dachte so beim ersten Arbeitstag dabei sein ist vielleicht schon ganz schön. Ich hoffe, dass euch der erste Part der neuen Generation gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und tschüss!